Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil HD Remaster. So. Ja, brauche ich die Magnum? Nein, die Magnum, die hebe ich mir auf für schlechte Zeiten. Die haut nämlich ordentlich Wumms weg. So. Die Hexagonwinde werden wir aber wieder brauchen. Und das war's. Denn ich habe mir nochmal mein Video angeguckt, weil ich auch ein bisschen verhindern will, dass ich euch die wertvolle Zeit hier mit Rumrennerei stehle. Wenn ihr euch schon die Zeit nehmt, mir hier zuzuschauen, dann muss ich hier ja nicht noch eine weitere Episode wie ein Vollpfosten durch die Gegend rennen. So, und im Spiegelraum ist irgendwie nichts. Also da ist irgendwie nichts. Ich würde es deswegen nochmal versuchen, indem ich hier hinten lang gehe. Denn bei meinem Video ist mir noch etwas aufgefallen. Zeige ich euch mal eben. Und zwar geht es um den Innenhof, um die Stelle mit dem Felsblock. Das ist ungefähr hier und wir stehen auch ungefähr hier. Und hier ist die Winde, die wir drehen, und der Felsblock ist hier. Wenn der losrollt, rollt er ja hier runter und nicht hier rein. Um hier hinzukommen, müssen wir wahrscheinlich, weil diesen Felsen, den wir drehen können, der hat ja eine Öffnung, die muss wahrscheinlich nach links zeigen. Das war jetzt meine nächste Intention, das so zu testen. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ah ne, hier ist doch richtig. Ah, ich bin schon so durch. Wenn man zu lange spielt und sich dann nochmal seine eigenen Videos anguckt. Ich hoffe einfach, dass das richtig ist, sonst weiß ich echt nicht mehr weiter. Aber wenn das tatsächlich so sein sollte, dann werde ich wohl auch ein bisschen tricksen. Ah ja, der Aufzug war ja hier. Wenn ihr die Idee mit Dynamit, die ist nämlich auch Quatsch, weil auf der Karte dahinter ja nichts angezeigt wird. Und wir haben die Karte ja schon gefunden hier für den Innenhof, sonst hätten wir diesen Raum nicht. Und auch hier diesen Raum nicht, meine ich. Deswegen, wenn hier hinter etwas wäre, durch den Stein, der das blockiert, dann würden wir das sehen. Also ich glaube eher, dass wir das noch ein paar Mal drehen müssen, falls sich das überhaupt noch ein paar Mal drehen lässt. Ist die Frage, nehme ich Kraut mit? Ja, ich komme ja nochmal unten bei der Kiste vorbei, dann nehme ich das Kraut auch mit. Ich glaube, hier ist auch noch grünes Kraut, blaues Kraut. Ne, hier haben wir jetzt auch alles. Also auch hier freigeräumt. Dann gehen wir jetzt wieder durch den Wasserfall nach unten. So, dann war es, glaube ich, rechts lang, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Na, dann nehme ich das ja auch noch mit. Weil wir haben ja gleich noch die Kiste. Und falls wir jetzt immer noch was sehen, können wir immer noch Kräuter mischen. So, weg damit. Und das blaue Kraut war weiter unten angesammelt. Dann haue ich das da auch noch hin. So. Oh, ich bin jetzt mal ein Gauner. Ich mische jetzt mal Superkraut. Bam. Das ist doch was. Das hilft gegen alles. So.
Dann bin ich mal gespannt, ob meine Überlegung richtig ist. Nein, 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 bevor ich wieder falsch gehe. Hier lang müssen wir. Und dann hier lang. Habe ich die Wende jetzt dabei? Ja, zum Glück. Ich hätte mich geärgert, wenn nicht. So, jetzt gucken wir nämlich hier nochmal die Karte genauer an. Wir müssen ja irgendwie nach links. Und da ist eine Wand. Aber die Öffnung ist da unten. 100 Pro müssen wir das dreimal drehen, dass die Öffnung nach links zeigt. Denn jetzt zeigt sie nach rechts und das habe ich vorhin ja auch schon versucht. Es klappt, es klappt. Wir können tatsächlich weiter drehen. Aber ich nehme an, dass der Stein jetzt auch losrollt. Gut, dass wir dadurch jetzt nicht gestorben sind. Dann können wir auch mal gucken, ob hier hinten was liegt. Tut es. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Den können wir auch noch mal direkt untersuchen. Erste-Hilfe-Spray. Sehr schön. Damit ist auch dieser Raum nicht mehr rot. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier finden. Was ist das? Das ist doch wieder ein viereckiges, oder? Nee, auch ein sechseckiges Loch. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Wir werden das wahrscheinlich da wieder reinschieben müssen. Aber wir können ja nicht uns dazwischen die Wand klemmen. Aber das hier ist sehr auffällig. Das dreht sich von alleine. Sehr schön, das hatte ich gehofft. Das hatte ich gehofft. Ich muss nochmal benutzen, ne, damit die Wand auch wieder zurückgeht. Okay. Wieso dreht sich das jetzt nicht? Eigentlich sollte sich das doch drehen. Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Muss wahrscheinlich genau drauf stehen. Chris macht keine Albernheiten hier.
Aber steht doch ziemlich mittig. Hä? Ach nö, muss ich nochmal die Wände betätigen? Nein. Oder? Damit bewegen wir ja nur die Wand raus. Und eben hat sich das doch gedreht, als ich da drüber gelaufen bin. Ich hab's kaputt gemacht. Ich gehe nochmal in den Raum rein. Vielleicht lässt sich das nur eine bestimmte Anzahl drehen und ich darf da gar nicht drauf treten. Und das Rätsel wird jetzt hoffentlich wieder resettet. Ja, wie von Geisterhand steht alles wie vorher. Nicht drauftreten. Ja, ja, ein sechseckiges Loch. Wie oft man solche Winden in solchen Spielen braucht, ne? Das sieht gut aus. Ja. Muss ich das jetzt nochmal runterschieben und nochmal draufschieben? Nein! Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Sehr schön. Okay. Sehr, sehr schön. Noch nicht ganz genau. Es fehlt noch Millimeterarbeit. So. Zylinder mitnehmen. Ich glaube, den brauchen wir für den anderen Zylinder mit dem Strom. Da waren nämlich auch diese römischen Zahlen drauf. Dann werden wir das kombinieren und einsetzen müssen, nehme ich an. Ja, okay, da gibt es auch nichts weiter. Kommen wir endlich weiter hier. So. Und so. Kiste wieder nutzen. Dann packen wir das erstmal weg.
Na, ich weiß nicht. Die Winde würde ich jetzt erstmal drin lassen. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Richtig, und dann gehen wir jetzt hier lang. Nehmen wir den Zylinder wieder raus. Ja, nehmen wir mit. Und jetzt kombinieren wir den ganzen Kram und prüfen den noch mal. Ja, drehen. Weiter drehen. Ja, weiter drehen. Wieso dreht der immer nur so wenig? So, jetzt stimmt's. Jetzt sieht's gut aus. Wieso hat er das jetzt wieder zurückgemacht? Was soll das? Och Mann, also das wäre jetzt nicht nötig gewesen, dass das hier noch einmal und dann ja drehen und jetzt verwenden. Klappt. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Eine davon drücken? Ja. Welchen Knopf drücken? Oh Mann, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Eins war als letztes, oder? Ja. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Das war natürlich saublöd, dass ich mir die Zahlenkombination nicht gemerkt habe. 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Und wir müssen wieder drehen. So, verwenden. Vier, zwei. Nein, wieso? Ich wollte das doch nur wegdrücken. Mann, weil das so langsam geht. Da war ich zu ungeduldig. Was für ein... Okay, drehen. 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 Und drehen. 4, 2, 3, 1. Wir wissen es, wir wissen es. Welchen Knopf drücken von links? 4. Welchen Knopf drücken von links? 2. Welchen Knopf drücken von links? 3. Welchen Knopf drücken von links? 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Sieht doch vielversprechend aus. Drücken, ja. Nein, der Aufzug kommt und ich stelle mich nur rein.
Inventarbox. Wir haben noch mal eine Inventarbox. Und hier liegen noch irgendwo Sachen rum. Da geht die Leiter runter. Das habe ich eben auch schon auf der Karte gesehen. Aber irgendwo liegt ja noch was. Irgendwo liegt ja noch was, Leute. Irgendwo liegt ja noch was Nettes versteckt. Aber wo? Aber wo? Bin ich gerade blind? Muss ja hier irgendwie bei dem Gerümpel sein, ne? Ein Haufen Sandsäcke. Ein Haufen Sandsäcke. Du bist auch ein Sandsack. Komm. So, weiter. Hier hinten irgendwas versteckt? Nein. Vielleicht wird der Raum noch mit angezeigt mit der Leiter. Das kann durchaus sein. Ich behalte die Winde immer noch. Man kann ja nie wissen. Dann gehen wir jetzt mal runter. Da haben wir einen Knopf. Ein Müllschlucker. Das ist ein Schalter. Drücken? Ja. Okay. Müssen wir da irgendetwas reinschieben? Von oben vielleicht? Übersehe ich hier gerade wieder was? Haben wir in der Inventarkiste irgendwas, was kaputt gemacht werden muss? Dann gucken wir doch erstmal, was hier ist. Nee. Hau ab. Was bringt das? Nee, Leute, brauche ich wieder den Flammenwerfer hier an der Stelle. Wie ist denn das hier überhaupt aufgebaut? Ja. So. Was haben wir denn hier alles? Nichts davon kann er anwählen. Nix. Da kann er hochklettern, das ist schön. Da kann er auch hochklettern, das ist auch schön. Oh, was haben wir hier? Blendgranate nehmen wir mit. Magnum-Munition nehmen wir mit. Pistolenmagazin nehmen wir mit und wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen wahrscheinlich eh zur Kiste zurück und den Flammenwerfer holen. Nee, der ist ja gar nicht in der Kiste. Was soll der Schwachsinn? Wieso gehst du hier nicht runter? So. So. Moment. Eine schiebbare Kiste.
Weil die können wir da ja nicht runter schieben. Aber das ist ein Aufzug. Probieren wir einfach mal. Ich will mit dem Aufzug runterfahren. Geht das nicht? Ein Gerät zum Transport von Materialien starten. Müssen wir diese Kiste vielleicht in den Müllschlucker schmeißen? Ich gehe mal davon aus. So. Links rum. Und ich hoffe, kommen uns jetzt hier nicht entgegen. Doch, tut sie. Zum Glück ist sie lahm. Hä? Ich bin am Ziel vorbeigerannt. Auch nett. Hier, ne? Nee, hier ist die Tür. Ja, scheiß doch drauf. Hier rechts. Hallo? Hier ist die Tür. Hoffentlich. Ja, ich glaube, das ist wieder das mit dem Müllschlucker, oder? Mhm. Gucken wir mal unten, ob jetzt... Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Aha, da müssen wir doch nicht so weit zurück. Wir kämen ja auch sonst nicht mehr durch die Tür. Aber ich habe ja keinen Platz im Inventar. Also nochmal zurück. Aber die Kiste steht ja zum Glück hier oben. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir die Winde noch brauchen. Ich kann mich natürlich auch vertun. Defekter Flammenwerfer, okay. Dürfte trotzdem für das Schloss ausreichend sein. Hallo. Erst den Hebel umlegen, damit der Halterung auch rauskommt.
So. Ja, ich will ja was Besonderes daran hängen. Sieht gut aus. Sie ist uns auch nicht zu nahe gekommen. Muss ich mal jetzt. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Und es sieht hier nicht wirklich ein Land aus. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Sieht so ein bisschen nach einer okkulten Stätte aus hier. Oh, das sind Schlangen! Haut ab! Okay, hier geht eine Leiter wieder hoch. Und hier war noch so ein Schmuckkästchen, ne? Da. Schmuckkasten mitnehmen, yes! Hier liegt ja noch mehr. Hier muss man doch noch ein paar Sachen untersuchen können. Ah, da lag ein Messer. Da lag ein Messer. Ich hab dich blinken sehen. Haha. Oder ein Dolch eher gesagt. Hier liegt immer noch was. Bestimmt hinten im okkulten Raum. Hätte ich mich vielleicht noch mal genauer umschauen sollen. Ach, kommt, Leute. Schlangen. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja. So, erstmal den nochmal untersuchen, prüfen. Aha! Sie haben den Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Oh Gott, so früh schon alles. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ, Aktion eliminiert. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert, 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1967 wahrscheinlich immer noch, ja. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten. Kastenstein hart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Okay. Lisa Trevor ist die. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Ist das Wesen, das uns verfolgt. Und hier wohl wohnt. Ich will nochmal zu dieser Kultstätte rüber, ob wir da noch was finden.
sind ja hier auch keine Schlangen mehr. Die haben wir ja eliminiert. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Ja. Aber der Raum wird ja noch rot angezeigt, ne? Also irgendwas ist hier ja noch. Ja. Ja. Da liegt nichts. Bin ich zu blöd, hier irgendwas blinken zu sehen? Hier auch nicht. Hier in der Ecke vielleicht? Nein. Nee, nicht wirklich, ne? Moment, das Feuer ist erloschen. Brauchen Sie jetzt nicht, okay. Dann eben nicht. Nicht hier noch was? Auch nicht. Da hier zwischen den Kisten? Nein. Dann habe ich vielleicht doch in dem Raum hier noch was übersehen. Ja, die Fotos hatten wir. Dieses Bett ist noch warm und riecht nach alten Füßen. Nee, hier ist aber nichts mehr. Ein Familienfoto, Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Dann nimm's doch mal mit. Wir wollen uns das ansehen. Mitnehmen. Hier gibt es noch was zum Mitnehmen. Ich weiß es, ich riech es. Oder vielleicht ist das, wenn wir hier hochgehen. Ach, da geht's tatsächlich nicht in eine neue Etage. Dann kann das natürlich auch hier sein. Okay, hier haben wir Kräuter. Liegt da hinten noch mehr? Eine Reihe verwitterter alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Okay. Dann gehe ich ja mal hoch. Wo kommen wir jetzt hin? Ach. Wieder im Haus, wo wir ihr das erste Mal begegnet sind. Im Wald. Interessant. Gut. Dann packen wir jetzt die Kurbel weg. Und dafür das Metallobjekt ein. Und kombiniere den ganzen Kram im Inventar. Jetzt gucke ich noch mal kurz. Moment. War das wirklich alles oder müssen wir da noch was erledigen? Hier ist auch noch so viel Rot, aber das sind wahrscheinlich alles nur Kräuter. Vielleicht auch noch mal Munition. Wir können jetzt auf jeden Fall, weil wir jetzt beide Embleme, Metallobjekte mit Holzumrandung haben, können wir jetzt auf jeden Fall die Tür hinter der Treppe öffnen. Ich würde aber gerne auch nochmal speichern. Ja, war doch auch eine Schreibmaschine, oder nicht? Ja, war. Also Farbbänder noch mitnehmen. Habe ich die weiter oben hingelegt. Wir haben mittlerweile echt so viel Kram in der Kiste. Unglaublich.
guck nochmal, auch wegen Gewehrmunition. Aber ich glaube, da hatten wir alles, ne? Ja, die haben wir mit rüber genommen. Sind also nur noch 6 Schuss. Gut, dann... Nee, nicht Quatsch. Dann machen wir es so. Dann packe ich gleich das Fahrband weg und habe noch ein bisschen Platz. Ne, hier ging es ja zu dem Loch, wo ich herkam gerade. Hier ist die Schreibmaschine. Dann speichern wir den Fortschritt. Bitte. Ja, gut. Ich pack dann nochmal die Farbbänder wieder weg in die Kiste. Und dann schauen wir uns in der nächsten Episode an, was sich hinter der Tür, in der Eingangshalle, unter der Treppe befindet, wenn nicht Harry Potter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.